Historischer Tag im Vatikan. Unter den Augen seines Vorgängers Benedikt XVI. Spricht Papst Franziskus die beiden verstorbenen Päpste Johannes den 23. und Johannes Paul II. Heilig. Zwei lebende Päpste, die zwei toten Päpsten diese hohe Ehre erweisen, das gab es noch nie in der Geschichte der katholischen Kirche. Die magischen Worte auf dem Petersplatz spricht Franziskus vor Würdenträgern aus aller Welt und vor hunderttausenden Gläubigen. Beatus. Wir erklären und bestimmen, dass die seligen Johannes der 23. und Johannes Paul II. Heilig sind, und wir tragen sie in das Buch der Heiligen ein und legen fest, dass sie in der ganzen Kirche als Heilige angemessen geehrt werden. Beobachter vermuten, dass Papst Franziskus die Päpste gleichzeitig heilig sprach, um das liberale und das konservative Lager innerhalb der katholischen Kirche miteinander zu versöhnen. Johannes der 23. gilt als Reformer, Johannes Paul II. Steht hingegen für eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte. San Giovanni Paolo II. Johannes Paul II. War der Papst der Familie. Er selbst sagte einst, dass er als Papst der Familie in Erinnerung bleiben will. Nach dem feierlichen Akt nimmt Franziskus Reliquien der verstorbenen Päpste entgegen. Floribert Mora aus Costa Rica, die durch ein Wunder von Johannes Paul II. Geheilt worden sein soll, bringt Blut des Polen zum Altar. Bei der Reliquie von Johannes dem 23. handelt es sich um ein Stück Haut des Italieners. Allein auf dem Petersplatz und der angrenzenden Via della Conciliazione verfolgen eine 500.000 Gläubige das Ereignis. In ganz Rom sollen es etwa 800.000 Menschen gewesen sein. 10.000 Polizisten sorgen in Rom für Ordnung, unterstützt von rund 3.500 Freiwilligen.